Ja, hallo Freunde. Hier sitze ich mal unter meinem schönen Mammutbaum. So langsam aber sicher wird es was mit dem Runtersetzen. Ja, der Mammutbaum wächst immer mehr und immer mehr. Also das letzte Mal, wo ich ihn gemessen habe, war er schon über 4,50 Meter. Und nun ist es so, dass ich keine hoch genug Leiter mehr habe, um ihn fachgerecht abzumessen. Deswegen wird es auch in den weiteren Folgen über den Mammutbaum keinen Wachstumszwischenstand mehr geben, sondern ich zeige euch den Baum ein bisschen so von der Entwicklung her. Aber ich muss euch sagen, er hat sich eigentlich prima entwickelt bis jetzt, über Sommer. Er war zwar ziemlich durstig und wir haben ziemlich Wasser geben müssen, aber ich möchte behaupten, ich habe ihn gut durch den Sommer gekriegt. Tja, jetzt gucken wir uns ihn einfach mal genauer an und schaut einfach zu und bleibt einfach dran. Ja, also wenn man sich den Baum mal so anschaut, von oben bis unten, passt schon gar nicht mehr drauf, über Weitwinkel, ja, muss man echt sagen, hat sich prima entwickelt, ist auch in einem richtig schönen Grün, muss ich sagen. Er hat also wirklich eine ganz tolle Nadelfarbe. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, für mich, dass es dem Baum wirklich an nichts mangelt. Wie gesagt, an den heißen Tagen im Sommer habe ich ihn ein bisschen bewässern müssen und düngen tue ich den Baum eigentlich mit, ja, nichts weiteren wie mit Sägespänen. Ein paar Sägespäne immer wieder mal unter den Stamm runter, ganz egal was für Späne, einfach Holzspäne, ganz egal von welchem Baum. Auf jeden Fall mag er das, habe ich so das Gefühl, dass er damit ganz gut zurechtkommt. Es säuert den Boden etwas und mir wird gesagt, dass diese Bäume also mit sauren Boden ganz gut zurechtkommen. Also hier zeige ich das Reisig mal genauer detailliert. Ich muss sagen, ja, die hellgrünen Blattspitzen gefallen mir sehr, wenn die bräunlich werden würden. Wenn es ein Zeichen von zu wenig Wasser, aber dieses hellgrüne, muss ich sagen, ist ganz okay. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, aber es scheint mir so, dass es auch normal ist, zeige ich euch gleich. Und zwar hier innen drin, sieht ihr sicherlich, hat er ein paar braune Nadeln, aber ich denke, das ist normal, dadurch, dass dort das Reisig einfach zu wenig Licht hat und deswegen hier direkt am Stamm innen drin eben abstirbt. Und es ist nicht viel von denen, also ich möchte behaupten, Sorge brauche ich mir deswegen, glaube keine große machen. Es ist wirklich nicht viel, nur das bisschen da. Und im Großen und Ganzen, der ist also seit dem letzten Frühling wieder ganz ordentlich gewachsen. Also ich bin ehrlich gesagt erstaunt darüber, was so ein 8-jähriger Baum an Größe gewonnen hat. Naja, ich weiß nicht, ob das mir so gut gelingt, aber hier oben seht ihr auch ein paar kleine Zapfen. Der entwickelt jetzt schon oben in der Baumkrone kleine Zapfen. Winzig klein, sieht sie wahrscheinlich nicht gut, aber das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es an nichts mangelt. Schwierig das einzufangen, entschuldigt bitte, ist auch leicht verwackelt. Jetzt habe ich gedacht, ich zeige euch das mal genauer von dem Stativ aus, geht es vielleicht doch besser. Hier könnt ihr da oben eventuell zwei kleine Zapfen entdecken. Ja, zwei kleine Zapfen hat er schon. Ich möchte behaupten, mein Mammutbaum ist wirklich ein bisschen ein Frühchen, denn geschlechtsreif werden die Bäume erst so ab dem 12., 13. bis 14. Lebensjahr. Dieser Baum ist erst 8 und trotzdem ist er schon so weit entwickelt. Auf jeden Fall kann es kein schlechtes Zeichen sein. Der wird sicherlich ziemlich gesund sein. Naja, pflegen tue ich den eigentlich gar nicht groß, nur ein bisschen bewässern im Sommer, wie gesagt, und düngen mit Holzspänen. Das machen wir jetzt gleich miteinander.
Da hole ich gerade mal ein paar Sägespäne und dann düngen wir den mal ein bisschen, aber nur ganz dezent. Ja, dann werde ich sagen, gehen wir den mal ein bisschen Dünger. Ich habe hier eine Mischung, das sind Sägespäne mit ein ganz bisschen Blumenerde und drum werde ich sagen, schmeißen wir den das gerade mal hier runter. Ein paar Handvoll nur hier so unter den Stamm runter. Das reicht denn schon voll und ganz. Ein klein bisschen so ein Dünger. Damit habe ich ihn eigentlich schon die ganze Zeit gedüngt. Und danach ein bisschen nass machen mit dem Gartenschlauch. Das reicht dann voll und ganz. Und die andere Seite mache ich dann selbstverständlich auch noch. Die Blumenerde dient einfach nur dazu, dass die Sägespäne ein klein bisschen Gewicht haben und dass es nicht alles gleich weggeblasen wird, wenn ich nachher mit dem Schlauch rübergehe. Ja, und nun zu guter Letzt, jetzt wenn man ein bisschen diesen ganz bisschen Wasser einfach so an den Stamm ranspritzen, so mit dem Gartenschlauch, das reicht dann voll und ganz aus. Es geht jetzt darum nur, dass die Späne mit der Blumenerde ein bisschen benetzt werden, damit sie nicht gerade weggespült werden. Die Späne halten auch gutes Wasser und schützen vor Austrocknung. Und vor allem, sie verrotten und geben dabei auch Nährstoffe ab. Aber ganz gewaltige Nährstoffe. Was mir aufgefallen ist, wenn man so am Gießen ist, es kann kein Wasser über den Rasen rüberlaufen und irgendwo anders versickern. Nein, der Baum, der schnappt regelrecht nach dem Wasser. Der ist sowas von durstig, da sieht man kein Rinnsal weglaufen, wenn es zu viel wird. Man kann den quasi nicht übergießen. Auch hier die Borke hat sich prima entwickelt. Man merkt schon, wie schuppig und rau die Borke geworden ist. Also geht immer mehr in die Richtung Mammutbaum. Ne? Da ist ja einer, ne? Aber so wie man es von dem Mammutbaum her kennt. Die Borke kann bei einem ausgewachsenen Mammutbaum wirklich schon so um die 10 cm Dicke betragen, was ja auch wirklich ziemlich dick ist. Das schützt sogar einen Mammutbaum sogar vor Waldbränden. Jetzt möchte ich euch mal fragen dazu, was ihr davon haltet. Es ist so, ich habe letztes Jahr im Herbst ein paar Baumkränze rausgesägt. Unten nur wenige, zwei Kränze. Nun jetzt entdeckt man nicht, sieht man gar nicht mehr viel, dass ich da was rausgesägt habe. Soll ich da vielleicht im Laufe dieses Herbstes noch welche rausnehmen? Oder soll ich ihn jetzt einfach weiter wachsen lassen so und dann erst nächsten Herbst? Ich weiß es jetzt nicht, bin da am Hin- und Herwanken, was ich nun am besten mache. Ich möchte den Mammutbaum ja auch nicht irgendwie schädigen. Dass er irgendwie Probleme kriegt, weil ich zu viel eingegriffen habe. Ja, das möchte ich natürlich auch nicht. Ich weiß es nicht, also vielleicht hat der eine oder andere ein wenig Erfahrung mit diesen Mammutbäumen und kann mir vielleicht einen Tipp geben, was soll ich tun? Soll ich ihn natürlich weiter wachsen lassen oder soll ich nochmal unten vielleicht einen Baumkranz rausnehmen? Es geht jetzt nicht mehr darum, ob ich mit dem Rasenmäher runterkomme. Mit dem Rasenmäher komme ich immer noch drunter, da ist immer noch genug Platz. Aber ja, ist jetzt schwierig. Sieht eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut aus, aber ich weiß es halt auch nicht. In meinen Augen könnte einfach einen längeren Stamm haben, bis zu den ersten Nadeln kommen. So, da bin ich wieder zurück und nun habe ich hier auch noch was in meinen Händen. Und zwar ist dies eine kleine Eibe. Ja, ich weiß, Eiben stehen unter Naturschutz. Man darf sie nirgendwo aus dem Wald ausgraben, oder gar absägen oder so. Habe ich auch beachtet. Diese Eibe ist wild aufgekommen, hier bei mir im Garten, nur an einer Stelle, direkt in der Hecke drin, wo ich sie gar nicht haben wollte. Habe ich sie rausgegraben und habe sie hier in einen Topf reingepflanzt. Ja, ich möchte behaupten, sieht nicht schlecht aus. Ist auch seitdem gewaltig gewachsen, obwohl man sagt den Eiben nach.
dass sie sehr, sehr langsam wachsen. Tun sie auch als erwachsener Baum. Dies ist eine Jungeibe, eine ganz junge, kleine noch. Und die wachsen nicht ganz so schnell. Auf jeden Fall, ich habe mich entschlossen, jetzt diese Eibe auch in den Garten auszupflanzen. Und zwar an einen sehr schattigen Ort. Einen richtig schattigen Ort. Ich habe das jetzt lange Zeit mir immer wieder verkniffen, die auszupflanzen, weil in der Nachbarschaft gibt es halt Kinder und Kinder sind neugierig und reißen halt dran rum und so. Genau auf der anderen Seite, Nachbarseite, die Nachbarskinder. Aber ich denke, die sind jetzt auch in einem Alter, dass sie da wirklich nicht dran rummachen. Ihr müsst wissen, eine Eibe ist sehr, sehr giftig. Und ich werde sagen, heute ist der Tag. Ja, heute starten wir es. Heute werde ich meine Eibe, meine Jungeibe, eben auspflanzen hier im Garten, an dem gewünschten Ort, wo ich sie haben möchte. Wohin, zeige ich euch gleich. Und dann werde ich sagen, pflanzen wir die mal aus. Ja, also bevor es losgeht mit der Auslandsaktion von meiner kleinen Jungeibe, möchte ich auch noch ein paar Worte dazu sagen. Wo habe ich die gefunden? Bei mir auf meinem Grundstück in einer Hecke ist sie von wild aufgekommen. Wahrscheinlich durch Vogelversammlung. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe nämlich hier weit und breit keine Eiben. Auch in der Nachbarschaft wüsste ich nicht, wo die nächste Eibenhecke ist. Entschuldigt bitte. Die nächste Eibenhecke ist. Ich weiß es echt nicht. Man sieht die auf Friedhöfen sehr oft, in Parks und so, aber auf dem privaten Garten bei uns hier in der Gegend ist es eigentlich eher selten. Die Eibe habe ich dieses Jahr, also 2023, im Februar vorsichtig ausgegraben und in diesen Blumentopf eingepflanzt. Und nun hoffe ich mal, dass es soweit ein stabiles Wurzelpaket bekommen hat, dass ich sie also in den Garten auspflanzen kann. Jetzt im Herbst, wenn es wieder etwas mehr regnet, ist eigentlich so, ja, die richtige Jahreszeit dafür. Probieren wir es einfach mal aus. Und eine Stelle dafür weiß ich jetzt auch schon, wo sie hinkommt. Es ist, wie gesagt, ein sehr schattiger Platz. Eiben wollen es schattig. Die können also wirklich Jahrzehnte im Schatten eben verbringen, bis sie irgendwann mal aus dem Unterholz hochschießen und dann im Erwachsenenalter, also im hohen Alter, ist es den Eiben oftmals ziemlich egal, ob sie im Schatten stehen oder in der prallen Sonne. Aber ehrlich gesagt, erst im hohen Alter. Die brechen irgendwann durch und schießen irgendwann in die Höhe, wenn sie wirklich alt und reif genug sind, dass sie auch die pralle Sonne gut verkraften. Und so lange kommt sie jetzt bei mir hier im Garten in einen schattigen Ort. Und ja, ich denke, da kann sie sich wohlfühlen. Was kann man aus Eibenholz machen? Zum Beispiel das hier. Das ist ein kleiner Flaschenöffner. Der ist durch und durch aus Eibenholz. Man sieht es auch hier. Außen das helle Splintholz und innen drin das rote Kernholz. Dieses Holz ist sogar sehr, sehr hart und widerstandsfähig. Und nur ein Tipp, wenn man solche Gegenstände, die man direkt in die Hand nimmt, sollte man nach Fertigstellung diese Sachen womöglich auch lackieren, weil eben an der Eibe gibt es eigentlich kaum etwas, was nicht giftig ist, außer die roten Beeren. Die kann man essen, nur der Kern wiederum ist auch wieder giftig. Und eigentlich alles von Holz, die Nadeln und alles drum und dran ist an der Eibe leider sehr, sehr stark giftig. Enthält sogenannte Taxine und die Taxine sind sehr, sehr gefährlich für den menschlichen Körper. Was mir gesagt worden ist, Rehe, wie auch Kaninchen, die sind komischerweise immun gegen das Gift der Eibe, wir Menschen komischerweise nicht.
Also hier bin ich jetzt direkt an der Grenze. Hier stehen auch Michis Zuckerhutfichten. Naja, ist alles so ziemlich verkrautet. Und hier hinten, in der hintersten Ecke, eben hier ist der Kompostständer, da ist die Grenze und direkt an der Grenze stehen ja auch weitere Büsche und so weiter und so fort. Da wird die Eibe niemals viel Licht bekommen. Und dort habe ich mir gedacht, werde ich sie auspflanzen, die Eibe, da kommt sie hin. Und ja, ich werde sagen, ich hole jetzt mal den Spaten und fange einfach an, erstmal das Loch auszuheben und die Eibe zu pflanzen. Also direkt hier, wo der Spaten steckt, da möchte ich mir jetzt meine Eibe auspflanzen. Genau hier ist also der richtige Auslandsort. Ich werde sagen, das mache ich jetzt noch, bevor es also wirklich Herbst wird und also wirklich Winter wird und es zu kalt wird, solange sie noch ein bisschen vom Herbst her ein bisschen Regen abkriegt, denke ich, ist es der richtige Auslandszeitpunkt. Noch habe ich die Wasserleitungen draußen im Garten alle aktiv, die sind auch unter Druck. Nun kann ich auch noch mit dem Gartenschlauch hier ohne Problem, ohne Gießkannen zu schleppen, eben ein bisschen nachhelfen. Später ja nimmer, im tiefen Winter. Und wenn der Winter zu frostig wird, dann habe ich eben das Galama mit den Gießkannen schleppen. Was heißt, im Frost brauche ich sie nicht gießen, ich meine zu trocken wird, dann habe ich das Galama mit den Gießkannen schleppen. Darum mache ich das besser jetzt und hier. Also auf los geht's los. Graben wir mal hier ein kleines Loch. Ja, zwar direkt an der Grenze, es macht aber soweit nichts. Das ist nicht so tragisch. Wie gesagt, die wachsen ja auch nur sehr langsam. Aber ihr seht schon, obwohl es noch gar nicht so lang her ist und hat geregnet, dennoch ist der Boden hier unten drunter immer noch ziemlich trocken. Das heißt, es kann ruhig noch ein bisschen mehr regnen. Das wird nichts machen. Hier ist gerade eine Spatentiefe unten und schon alles richtig furzetrocken. Also da muss ich nachher wirklich mit dem Schlauch rüber mal richtig Wasser geben, dass es einzig klar ist. Und vielleicht auch ein bisschen Erde dazu tun, ein bisschen Blumenerde dazu, wo einfach das Wasser auch besser aufsaugen kann, anstatt dieser Lehmboden, den wir hier überall haben. Der ist wirklich nicht schön. Ja, ja, der erste Spatenstich, wie bei einem Großbauaktion, wenn der Bürgermeister vor Ort ist. So bin ich jetzt hier. Ja, Christians Welt am Eibenpflanzen. Der erste Spatenstich. Jetzt habe ich gerade mal geguckt, ob die Pflanztiefe reicht. Und ich habe gesehen, ja, die Pflanztiefe reicht wirklich. Man kriegt die Eibe hier wunderschön rein. Ist eigentlich schon eher etwas zu tief. Das muss gar nicht so tief sein. Deswegen werde ich vorher noch ein bisschen Humuserde auffüllen, dass er also wirklich hier unten ein bisschen eine Grundlage hat von Humuserde. Ja, ich denke, dieser Spaten hier, der wird reichen. Na, vielleicht noch ein klein bisschen mehr. Das hier noch ist ziemlich frischer Humus. Da sind auch noch ziemlich viele Späne drin, Sägespäne. Das kann man ein bisschen verdichten hier. Dann werde ich sagen, setzen wir unsere Eibe hier ein und hoffen, dass sie gut wächst. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass sie gut durchgewurzelt ist, kann ich aber nicht versprechen. Oh ja, oh ja. Die ist also wirklich super durchgewurzelt. Es wäre auch jetzt schon bald zu eng geworden für den kleinen Topf. Und die Pflanztiefe stimmt optimal. Ja, jetzt mache ich mir halt einfach die Finger schmutzig, ist egal. Die Eibe vielleicht noch ein wenig hindrehen. Das schöne Gesicht hier ist. So. Und jetzt einfach sorgfältig und gut zugraben. Den Dreck ein bisschen anhäufeln, das geht schon runter mit der Zeit. Und eben, dann hoffen wir mal, dass alles gut geht hier. Ich mag nicht nur Mammutbäume, nein, ich mag auch diese fantastischen grünen Eiben.
Jetzt entschuldigt bitte, gerade eben hat sich der Akku von meiner Kamera verabschiedet. Jetzt, was noch fehlt für die junge Eibe, ja, ist ein bisschen Wasser. Die Einpflanzaktion habt ihr leider gar nicht sehen können, aber jetzt das Angießen zeige ich euch noch ganz kurz, obwohl ihr eigentlich jeder weiß, wie das geht. Ne? Einfach ein bisschen anfeuchten und gucken, dass es schön nass hat, auch über das Laub. Das mögen die eigentlich ganz gern. Auch die Eibe ist ein eigentlich recht durstiger Baum, wenn er Wasser kriegt. Aber er kann auch wirklich sehr lange Trockenzeiten überstehen. Aber jetzt so frisch eingepflanzt, ist es immer besser, dass er ein klein bisschen Wasser kriegt, dass er auf keinen Fall vertrocknet. Ja, das sieht eigentlich mal nicht schlecht aus. Nachher noch mal ein paar Gießkannen rüber und dann gleich noch die Erde ein bisschen abdecken mit Sägespänen. Ist sicherlich vom Vorteil. Ja, dann schauen wir mal. Einfach nachher noch mal gießen, wenn ich hier fertig geworden bin. Ja, Freunde, dann sind wir wieder hier am Ende dieses Videos angelangt. Eben, das ist hier der Flaschenöffner aus Eibenholz, aus Mammutbaum, kann man das selbstverständlich auch machen, aber es ist halt schon sehr weich. Was meinen Mammutbaum angeht, habe ich vor, weiterhin jedes halbe Jahr mal einen Zwischenstand für euch zu bringen. Wenn ihr das wollt, schreibt mir es in die Kommentare, ob ich das weiterhin das Format bringen soll oder nicht. Aber ich denke, die meisten wollen das sicherlich mitverfolgen, was mein Mammutbaum so in, also ja, wie es so weitergeht mit meinem Mammutbaum. Darum werde ich das auch weiterführen, es sei denn, ihr schreibt einfach, nein, bitte interessiert euch nicht mehr, dann lasse ich es auf jeden Fall bleiben. Ne? Ja, das war heute eben kleiner Zwischenstand von meinem Mammutbaum und die kleine Auslandsaktion von meiner Eibe. Und ich werde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wie gesagt, schreibt fleißig in die Kommentare. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut und wir sehen uns recht bald wieder. Ciao. Bis bald.